ist euer Backo und heute nehme ich doch mal wieder ein Let's Play auf. Ich wollte es eigentlich nicht tun, komme aber diese Woche ehrlich gesagt nicht zum Stream und nächste Woche nicht zu streamen. Deswegen habe ich gedacht, in der Zeit, wo ich jetzt nicht da bin, muss es auch ein Video kommen, dass ihr mich nicht vergesst. Und deswegen habe ich gedacht, komm, dieses Katzenjammer nehmen wir jetzt auf und machen daraus ein Let's Play für die letzten paar Folgen. Hatte ja diesen Stream. So geil, der Controller hier jammert auch. Hört ihr das? Das ist der Controller. jetzt bin ich voll durcheinander gekommen durchs Kassengeschrei. Nehmt es für euch auf und ihr könnt euch das gucken, bis ich dann in 2 Wochen wieder richtig aktiv bin. Ich möchte ja nicht, dass ihr mich vergisst. Ich möchte euch schön nerven. Was letztes Mal geschah, wir haben hier für Momo ein paar Heftchen von seinen Kollegen gesucht. Die sind nämlich in die Außenwelt gegangen und er hat keinen Kontakt mehr, weil der Sendepfahl ist zerstört. Er weiß also nicht mehr, leben sie, sind sie alle tot. Und wir kleine Helden, sollen für ihn jetzt rausgehen und den Sendemast reparieren. Nämlich die Tagebücher, was wir für ihn gesammelt haben vorher, stand drin, dass es noch repariert werden kann. So, du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zurks, das sind die bösen Fresser da, zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Okay. Da, soweit war mir. Leider... Wir müssen miauen, dann erfahren wir nämlich, wo wir hin müssen. Oder auch nicht. Irgendwie gehen dann immer die Lichter eigentlich an und aus. Wir müssen da jetzt hin. Ich bin mal gespannt, wie. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe ja das Spiel schon gespielt, jetzt im Stream. Das Spiel ist auf jeden Fall mega, mega gut. Und ich wüsste jetzt niemand, wo sagt, das ist scheiße. Vielleicht von der Steuerung, weil man muss jetzt nicht... das war... Ich weiß nicht mehr, wie man rennt, Leute. Ich bin zu doof zum Rennen. Ah, hier. R2. Und da ist das Miauzen, ja. Seht ihr? Okay. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Also das Spiel ist mega cool. Bis jetzt alle die, wo ich kenne, das spielen, finde es auch richtig gut. Hier ist ein... Hier sind noch mehr... Da müssen wir bestimmt auch darüber. Guck mal, was da für komisches Zeug an der Wand sind. Ist, also die Dinger hier sind schon organisch. Die fressen auch Metallschrott. Finde ich echt interessant. Auch mit dir. So. Auf jeden Fall nicht sterben. Und auch gut rumgucken, dass wir die Erinnerung von unserem Roboter hier vollkriegen. Das ist eine praktische Taschenlampe, wa? So. Das einzige Manko ist, glaube ich, dass man so wenig selber machen darf. Also gerade hier hüpfen kann eigentlich nichts schief laufen, weil es ja echt nur ein X-Knopfdruck. Also wir drücken hier drauf, dann springt er runter, also in die Richtung, wo wir gucken. Hier steht wieder X und dann kann man wieder hochspringen. Also wir können jetzt nicht wie bei Mario 5 Kilometer runterfliegen. Nee, das funktioniert nicht, weil wir eigentlich schon safe sind. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Okay. Vorher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltet jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Oha. Ah, die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Okay. Okay, wir haben schon viele Hinweise nicht gefunden, aber das ist typisch, ne? Ich mache immer so, als ich rumlaufe und mir alles angucke und dann finde ich immer nur die Hälfte. Also die Mucke ist cool. Wo müssen wir hin, Leute?
Seht ihr, ich beschwere mich einmal für die Steuerung, dass wir hier nicht hüpfen können selber. Dass wir nicht auch mal hier stürzen können, wenn wir hier nicht hüpfen können. Und was passiert? Ich finde den Weg nicht mehr. Wie es hier weitergeht. Kann aber auch sein, dass mir... Ah, genau. Seht ihr? Wow! Dass wir jetzt hier lang müssen. Darüber. Hier hoch kommen wir nicht. Kommen wir hier hoch. Okay, dann lass uns nochmal hier rüber gehen. Wow! Ich finde es so geil, das Gejammer die ganze Zeit. Miau, miau. Wusstet ihr, dass es von einer echten Katze synchronisiert wurde? Und deswegen gingen ja jetzt die Katzen hier ab, ne? Wenn ihr das Spiel spielt, ihr habt eine Katze, die reagiert wirklich auf das Miauen. So. Wer weiß, was die auch sagt? Ja, Arschlöcher, mach das Mikrofon aus meinem Maul. Guck mal, hier. Ach, wie geil das aussieht. Also vom... Mega, mega, das ist jetzt kein großer Double-A-Firma, wo das gemacht haben, sondern das ist wirklich auch eine kleine Firma gewesen, ein paar Leute. Dafür ist das Spiel richtig gut. Bin auch mal auf die Spielzeit, also auf die Dauer gespannt, wie lange wir daran Spaß haben können. Hab mich da jetzt nämlich auch nicht gespoilert. Es gibt natürlich schon viele, haben das durch oder haben das jetzt auch gezockt. Und dem bin ich ganz, da bin ich natürlich aus dem Weg gegangen. Ich wollte mir nichts spoilern. Ich müsste selber erleben, ne? Oh, oh. Nö. Wenn ich das jetzt nochmal draufklicke, mache ich dann zu oder auf? Ich habe mir selber das Ei gelegt, wa? Ha! Ja, Pussies! Ja! So! Na? Na? Ne, 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 ne. Oh, komm, ich jetzt so ein Zahnrad. Ach, bestimmt wegen dem hier. Ne? Wir haben sie da eingesperrt. Sehr gut. Wie die abgehen, ne? Voll die Gruselviecher. So, komm jetzt hier. Ach nee, guck mal, die Tonne. Wir brauchen diese Tonne. Alter, ganz ruhig da drüben. Was für böse Tiere sind das, bitte? Wenn das alles Roboter ist, was sind das für Viecher dann? Und wieso gibt's sie da? Ich hoffe, man kriegt jetzt Antworten und nicht nur mit diesen Erinnerungen von den Roboter, sondern dass mir ein wenig Antworten auch jetzt so vom Spiel selber her bekommen. So, die Katze schreit und läuft da über dieses Teil. Wäre das Spiel auch mit Hunden gegangen? Ich glaube nicht. Es war doch wichtig, dass eine Katze ist, ne? Okay, hier sind auch überall solche Ekelteile. Da kann es sein, dass die Viecher auch irgendwo sind. Schmeiß um! Und schmeiß runter. Komm, 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 komm. Wir sind eine Katze, wir schmeißen alles um. So. Okay, richtig rumgucken. Was ist das für ein Ton? Hört ihr das? Natürlich hört ihr das. Ihr hört das gleiche wie ich. Okay. Schnell, 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 schnell. Jetzt wird es langsam gruselig und auch ein bisschen eklig, ne? Okay, ich denke mal, wir müssen hier lang. So. Hier sind ganz viele von diesen Viechern. Wo müssen wir hin? Da drüben hin, bestimmt. Ist hier auch noch was? Nee, wir müssen da... Okay. Komm ich da jetzt rüber, ohne dass ich die extrem aktiviere? Oh, 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 oh. Alter. Die werden immer hartnäckiger. Ich glaube, ich heile mich ja jetzt wieder, oder? Oder habe ich so einen Balken irgendwo, wo ich nicht sehe? Boah, wow, Alter, der war diesmal ziemlich weit, ne?
heißt es, Katzen sind eigenwillige Tiere. Aber wir retten hier eine Roboter-Menschheit. Sagt man dazu Roboter-Menschheit? Nee. Eine Roboter-Zivilisation. Okay, das wird lustig. Ich müsste zu diesem Schalter bestimmt, ne? Kann ich die Viecher hier irgendwie rauslassen? Ist bestimmt darum. Da reinhüpfen wäre ziemlich dumm gewesen, aber hier ein Käfig. Es funktioniert. Ja, Roboter brauchen uns nicht, um das Tor zu knacken. Sehr geil zu wissen. Oh oh. Nicht schnell rennen, da hast du keine Kontrolle mehr. Wir sind keine Katze, wir sind eine Mülltonne. Oder eine Tonne, überhaupt eine Tonne sind wir. Oh, kann ziemlich hochhüpfen. Bis letztendlich läuft das alles so reibungslos. Aber jeder, wo mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nicht so gut bin. Das ist alles gerade Glück. So. Wie hoch ist denn... Ich glaube, wir müssen da, ne? Also schon noch ein kleines Stückchen. Bim, 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 bim. Sieht schon eklig aus. Kommen wir da hoch? So, jetzt wird's spannend. Kommen wir jetzt hoch? So wie wir das wollen. Da kann man nicht klettern. Nach unten wollen wir auch nicht. Aber wir können dies hier mal runterwerfen. Und gucken. Nee, es geht nicht. Ach hier, warte mal. Na toll, es gibt einen Fahrstuhl und keiner sagt mir das. Nun. Muss ich von denen weglaufen, bis der Fahrstuhl kommt oder was? Die Katze knurrt schon. Ja, lass dir Zeit, Digga. Lass dir Zeit. Ich spiele hier unten Zeit auch mit meinen Freunden. Wir laufen einmal im Kreis. Na komm, 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 komm. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Alter, das ging nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit Kreis gedrückt. Verfluchte Katze. Boah, das fühlt sich so eklig an, an Controller. Das fühlt sich an, als ob irgendwas Schleimiges auf dir. So. Richtig coole Controller-Unterstützung auch. Okay. Wir werden die nochmal erst komplett, wenn der komplett unten ist, werden wir die da rangehen. Vorher werden wir hier hinten ein bisschen mit den Tieren bleiben. Was auch immer das ist. Ich weiß nicht mehr, ob das Tiere sind. Ausweichen, ausweichen, wir weichen. Aus. Wir weichen aus, das können wir nicht gut. Wenn wir sind, richtig. Oh, oh, oh. Okay, er kommt. Wow, 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 wow. Einmal hier nochmal. So. Oh, das sind zu viele. Wo sind das so viele? Aber die warten da hinten jetzt auch. Oh, das müssten wir packen. Alter. Die Post mit uns. Keine Bock mehr auf die Viecher. Die blöden Dicker. Wie die abgehen. Ha! Stürzt runter und stirbt. Was ist das? Wie das auch aussieht. Das sieht eigentlich aus wie Hühner von oben. Wie Hähnchen, ne? Wenn es auf dem Blech liegt, sieht es auch so aus. Richtig krass. Und schön gerupftes Hähnchen. Schön. Paprika, Salz, Pfeffer, Knoblauch drauf und dann den Backöfen. Gibt es auch vegetarisch mit Tofu. Okay, wir kommen unten nicht raus. Wir müssen den Katzenweg gehen. Darauf musste ich einmal miezen. Hier ist es. Cool.
Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Geheimnisvoller Passwort des Safes. Energiedrink. Poncho. Energie. Notiz 2, 8, 6. Sendeempfänger hier so. Und wo hatten wir jetzt dieses Riesenteil? Bitte. Wo war das in unsere Katze gesteckt? Ich weiß es nicht. Ist ja riesig gewesen. 1,50 Meter auf jeden Fall. Oha. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Kann man nichts sagen, ne? Schau, die Aussicht von hier aus ist wunderschön. Okay. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Okay, vor was? Vor die Viecher? Gab es die auch schon? Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter. Die hast, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschheit baute diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur, in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Okay, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, ja, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Okay, dann gehen wir zum Mömel. Ab zum Mömel. Richtig cool. Guck mal, wie die Katze auch aussieht. Total schick. Dazu habe ich ein Bild gemacht. Fand ich jetzt nicht so schick. Aber es gibt's. Werde ich als Dings nehmen. Als Thumbnail. Könnt ihr euch gerne angucken. Jetzt lecken wir uns erstmal das Fell sauber und gucken rum, wo ist Momo? Nicht, dass er jetzt schon Hinweise bekommen hat. Kann man das runterschmeißen? Schade. Nicht, dass er jetzt Hinweise bekommen hat und einfach jetzt schon gegangen ist ohne uns. Wäre voll Außenwäldler. Außenwäldler. Ah, hier. Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwäldler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Hätte auch warten können. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Okay. Ich hoffe, die Katze kann das. Ja, der Roboter. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautet... es war ein H, glaube ich. Was? Fehler, falsche Schlüssel. Was? Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es eine Null? Schauen wir mal. Naja, aber es sind noch mehr Buchstaben gewesen. Erfolg! Es hat geklappt. Okay, Momo ist in der Bar und wartet auf uns. So. Dann ab zur Bar. Ich muss was aufgehen. Ah, wir hüpfen und hüpfen. Ach hier. Die Bar war doch unten. Ich glaube, ich kann mich noch schwach daran erinnern. Also ich war schon mal auf jeden Fall in der Bar. Wir müssen auf jeden Fall runterklettern.
Wir bräuchten auch einen Techniker, dass wir nicht mal diesen Code entschlüsseln können, um das andere Passwort zu kriegen. Und wir brauchen noch ein Energy Drink. Dann könnte man noch was Schönes abholen. Digga. Ach hier. Okay, okay, okay. Dann lass uns gucken. Hier ist Omis Hütte. Die hat uns so eine geile Decke gestrickt. War da noch was? X. Wo wir ja nicht anziehen, müssen wir bestimmt irgendwann mal einen Roboter geben. Aber er kann reden. Er ist der Gewichtheber von der Familie hier. So. Wo war die Bar? Hier sieht es doch ganz verdächtig nach einer Bar aus. Hey, kleines Fellknäuel. Komm her. Ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Nee, jetzt. Echt? Komm. Zeig mir das Signal. Geht mir aus dem Weg, ihr Schwachtönnen. Kann ich hier drauf hüpfen? Ja, komm. Stipp. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen krieg. Und wieder die geile Mucke. Wir kriegen hoffentlich keine GEMA-Probleme. Ich denke mal beim Müll nicht. So. Ich habe es fast geschafft. Sieht aus wie Stricken und Klammer und Augen. Hallo, hört ihr mich hier, jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Schlamm. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das... Mumops. Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Tatar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, pst. Was? Ja, pst. Wir sind in Sicherheit. Pst. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Das ist das Geräusch sein. Was ist das? Wie beim Funk. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen.